Forgotten by the living, hidden deep in the realm of the Sentinels, lay an island upon which were ruins which dated from before the wars. Even the Sentinels had never dared set foot on the island. The legends told of terrible monsters which had built their nesting place there. Was ist denn für eine Insel? Eine Insel, wo es auch ein Skrets gibt. Und ich hasse Skrets. Skrets sind was? Das da, was da vorne auf mich zugekrabbelt kommt. In Geschütztürmen kriege ich die zwar relativ leicht gut, aber bald nicht mehr in der Reichweite von denen. Und, ja, hier merkt man mir wieder, irgendwas in der Nähe hat, was sie angreifen können, dann schießen die automatisch. Ich muss hier mal ganz kurz was machen. Das Spiel müssen wir erstmal kurz speichern. Ist ja nicht so wie heutzutage, dass die Spiele automatisch speichern oder so. So. Erstmal doch mal das hier. Überhaupt noch was im Visier? So. Dann schauen wir uns hier mal um. Hier kann man wieder einen Haufen tolle Artefakte abstauben. Angenehm. Gut, die sind jetzt relativ einfach handzuhaben. Ich habe einen kleinen, aber. Und war hier nicht irgendwo was. Weg war was, oder? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, da ist das, was ich suche. Ey, wie praktisch. Ich habe schon gerade gesagt, dass durch die Kugel, dass du ja ziemlich eingeschränkt bist. Was war denn da? Das ist eine Bombe. Das ist eine Alternative zu einem Kampf. Ist da was hinter mir? Einer war da noch, oder? Aber der kommt da gerade nicht raus. So, dann mal ich dahinter.
sauber hat. Und wie? Indem man einfach in ihre Nähe rennt und dann weggeht. Die explodieren nämlich. Das ist nämlich ihre Art zu kämpfen. Sie explodieren, hinterlassen so einen giftigen Dampf und wenn man da dran stehen bleibt, dann verliert man Leben. Ja, der ist echt teuer. Sammeln wir mal die restlichen Artefakte hier noch auf. Dürfte eh nicht mehr allzu viel sein, was hier noch rumliegt. Hier haben wir noch zwei Einserkanonen. Da haben wir noch was. Eine Einserkanone. Jetzt basteln können. Sobald wir wieder im grauen Markt sind, zumindest. Wir haben nämlich jetzt zwei Einserkanonen und eine Zweierkanone. Aus 2x1 macht dann, gibt eine Zweierkanone, aus 2 Zweierkanonen kann man eine Dreierkanone machen. Also die auch irgendwie kombinieren? Nö, die sind nicht kombinierbar. Kombinierbar sind nur Artefakte, die eine Zahl dran haben. So, jetzt machen wir nochmal kurz einen Rundflug, ob wir nichts vergessen haben. So, ich glaube, ich habe eh alles. Auf jeden Fall haben wir eine Dreierkanone jetzt bald, sobald wir wieder im grauen Markt sind. Ich habe mich jetzt hier festgebackt. Das sieht so aus. Festgebackt. Ja, nee. Geht ja. Zumindest keine Artefakte mehr irgendwo rumfliehen, die sind hier nicht gerade unauffällig mit ihrer blauen oder roten Farbe. Ja. Oder was ist da vorne? Das ist Energie, ne? Ja, die ist
mich aber auch automatisch auf, solange ich mich auf meiner Insel aufhalte. Aber hier sieht es so aus, als hätten wir alles. Na gut, dann ab ins nächste Level, würde ich mal sagen. Die Artefakte nicht immer gleich bei jedem Durchspiel, oder gibt es unterschiedliche? Die sind immer gleich. Wenn man das Spiel also mehrmals durchgespielt hat, dann weiß man irgendwo, wo die alle sind. Ach, jetzt kriegen wir unseren Flugzeughangar. The battle had begun. The nomads of the Grey Market fought desperately against the mighty fleet of the Sentinels. You must help me. The Sentinels are destroying my island. You must get to the cannon up there. All other weapons are useless against the bombers. Quickly, otherwise we are both done for. Ist zum Glück der einzige Bomber, der in diese Mission kommt. I've been hit. Take this hangar. Now you can build your own aircraft. Attack the citadel of the Sentinels. Destroy the generators, then they'll be defenseless. My end is near. Go on. Go. Hangar bauen.
abreißen. Jetzt kriegen wir doppelt so schnell Energie. Das geht nicht.